Jugendliche, die schon in der Schule schwach sind, haben es umso schwerer, eine Lehrstelle zu finden. Genau dort setzt die Stiftung Speranza an und unterstützt die Schüler. Ihr neuestes Projekt ist ein Bewerbungstraining und wird in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse durchgeführt. Die Sekschüler Niveau C von Sursee sind die ersten, die fit gemacht werden für die kommenden Bewerbungsgespräche. Was genau sagt man an einem Bewerbungsgespräch? Wie legt man sich an? Wie stellt man sich vor? Und wie redet man vor einem grossen Publikum? All das haben die Schüler von der zweiten Sek, Niveau C aus Sursee, in 3 Schulungstagen trainiert. Der Marinko Jurendic ist der Leiter Bildung der Stiftung Speranza. Er weiss ganz genau, wie wichtig das Auftreten an einem Vorstellungsgespräch ist. Also es war ein grosses Anliegen vom seligen Otto Hineichen, dass wir die schulisch schwachen Schüler unbedingt fördern. Das ist unser Kapital hier in der Schweiz. Wir haben einen Fachkräftemangel, der ansteht. Und wir haben ganz viele praktisch begabte jugendliche Schüler, die viele, viele Fähigkeiten, handwerkliche, kreative Fähigkeiten haben. Und es ist sehr wichtig, dass man die Fähigkeiten rechtzeitig erkennt. Und je früher, dass man in der Volksschule anfängt, mit ihnen zu arbeiten, umso nachhaltiger wird auch der Erfolg sein. Der Erfolg bedeutet als erstes, eine Lehrstelle überzukommen. Darum werden die Schüler von 5 Leuten aus der Berufswelt gecoacht. Eine von ihnen ist Sandra Bolliger. Sie arbeitet bei der CS als Managementassistentin. Die Fortschritte der Schüler in nur 3 Tagen Training sind riesig. Vor allem, wenn es darum geht, vor einer Kamera zu stehen. Das sind Welten. Also das erste Mal waren sie eher scheuch, möglichst am Boden schauen, möglichst nicht in die Kamera hineinschauen und möglichst leise reden. Und ja. Und jetzt sind sie total, sie reden klar, deutlich, sie schauen in die Kamera ein, sie präsentieren sich so, wie sie sind. Und genau das sieht man dann auch, wenn man die Schüler beobachtet, wie sie ein einminütiges Bewerbungsvideo machen. So macht Training Spass und jeder kann etwas für die Zukunft mitnehmen. So haben sie das Mikrofon für den Beitrag von Tele1 gerade selber in die Hand genommen. Für selbstständige Worte, ich traue mich mehr von Leiden, in einer Schnupperlehre anzuleiten, nachzufragen, besichern. Ich finde es speziell, ich finde es grossartig, dass man so etwas machen könnte, weil das kann nicht jeder haben. Was nimmst du sicher von diesem Projekt mit? Einiges. Ich habe viel gelernt. Ich habe jetzt auch mehr Mut vor der Kamera und vor den Leuten alles zu zeigen. Und das habe ich früher nicht gehabt. So gehen die Schüler aus Sursee also mit mehr Selbstvertrauen in die kommenden Vorstellungsgespräche. So dass es dann auch sicher klappt mit dem Ergattern von einer Lehrstelle.